Ja, hallo und in dem Tutorial hier will ich euch ganz kurz und knapp erklären, wie ihr in Fallout Shelter eure Save Stats übertragen könnt, also hier auf dem PC. Die PC-Version ist ja gestern erst erschienen und das geht ganz einfach. Ihr geht, also schließt euer Handy an den PC an, geht ihr hier in den Explorer, dann hier auf euer, ich habe jetzt das Samsung Galaxy 7, geht ihr hier halt auf das Handy drauf und dann entweder müsst ihr das bei Card oder bei Phone, je nachdem wo ihr die App übertragen habt, also das Fallout Shelter, entweder habt ihr es auf die SD-Karte übertragen auf dem Handy oder auf den normalen Speicher vom Handy. Ich habe es auf den normalen Speicher vom Handy. Geht ihr hier auf Android, dann auf Data, und dann hier neben auf com.bethesda. bsoft.falloutshelter, dann auf Files, dann habt ihr hier diese Vault 1 Save und Vault 2 Save, keine Ahnung warum das hier bei mir das Left 4 Dead Icon ist. Ja, auf jeden Fall könnt ihr das kopieren und dann geht ihr hier, öffnet ihr wieder einen neuen Explorer, geht auf Dokumente, My Games, Fallout Shelter. Und dann könnt ihr hier einfach den Save State reinziehen. Und wenn ihr dann in-game seid, das kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil irgendwie schmiert mein Aufnahmeprogramm immer in Fallout Shelter ab. Also zumindest hier das Shadowblade, das kann ich irgendwie nicht mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ach, scheiß auf, ich wechsle kurz zu Fraps. Auf jeden Fall diese Datei hier rüberziehen und dann sehen wir uns gleich in-game wieder und ich zeige euch, dass das den Vault übertragen hat. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier wieder in-game. Wie ihr sehen könnt, hier steht Vault 115. Wenn wir jetzt hier auf Vault-Liste gehen, haben wir hier den Bunker, den wir übertragen haben. Also das ist auch der, den ich auf dem Handy habe. Ich habe jetzt kein Programm, womit ich das Handy aufnehmen kann, aber wenn ihr das so macht, dann sollte der euch hier auch in der Vault-Liste angezeigt werden. Können wir auch mal laden, damit ihr seht, dass das hier auch reibungslos lädt und alles. Also das sollte jetzt eigentlich funktionieren, dass ihr halt die Save-Stats von eurem Handy. Dazu möchte ich noch erwähnen, das geht nur bei Android-Handys, also bei iOS kann sein, dass es da irgendwas gibt, wie es doch funktioniert, aber ist mir bis jetzt nicht bekannt. Also nicht irgendwie jetzt sauer sein oder so, aber ich habe bis erstmal hier nur so. Entschuldigung, wenn es hier ab und zu vibriert, aber mein Handy liegt halt da hinten und ist hier eingesteckt. Wie gesagt, also. Na, scheiße. Beende ich das Video jetzt auch gleich. Ja, also wie gesagt, das funktioniert nur für Android-Geräte und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendein Fehler aufgetreten ist oder was nicht ganz stimmt, dann schreibt einfach in die Kommentare, was ich nochmal erklären soll oder ansonsten, ja, gebt eine positive Bewertung, wenn euch das geholfen hat. Und wenn nicht, schreibt einfach in die Kommentare Verbesserungsvorschläge für meine Videos, was ich besser machen kann. Ja, ich werde mich erstmal hier um die Todeskrallen kümmern. Ich glaube, das Spiel ist auch arg laut. Oh, alles klar. Aber ansonsten würde ich dann vorschlagen, wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit euren Save-Stats, die ihr dann übertragen habt. Weil wer das jetzt zum Beispiel so hat wie bei mir hier, so einen riesigen Bunker, da hatte ich jetzt nicht sonderlich Lust halt wieder neu anzufangen. Ist ja auch irgendwo verständlich. Und jo, auf jeden Fall viel Spaß beim Spielen und euch noch einen schönen Tag und ja, dann ciao.